So, da bin ich wieder. Es geht direkt weiter mit Daisy hier immer noch. Gorka, wir sind glaube ich im Gorka. Ich möchte gar nicht auf die Karte gucken, weil könnte ja eventuell mal sterben, aber eventuell mal, vor allem mal. Das ist eh schon ein Wunder, dass ich noch lebe. Jetzt wüsste, wo die Säge liegt, dass ich direkt hinlaufen kann. Oh, hier sind Bretter. Hier sind Bretter. Wir brauchen trotzdem eine Säge. Stimmt. Oh, jetzt ist schon einer bedient. Eine Bretter. Wo sind wir denn hier? Aha, dass ich das ungefähr weiß. Gorka weiter rein. Ja, gucken wir gleich. Wir brauchen. Wir brauchen eine Säge. Hab ich hier schon geguckt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee, hier waren wir noch nicht. Pistole? Nehmen wir mal mit. Tu sie da hin. Verkaufen, ne? Verkaufen, verkaufen. Aber wegen Säge würde ich sagen, immer shoppen oder hier, wo wir jetzt halt gerade rumlaufen. Hier war ich schon. Auch mit. Kommen die Zombies alle her? Sind die wieder nachgespawnt? Die waren doch eben noch nicht da, ne? Halleluja. Na komm rein, komm rein, komm rein. Oh, ja klar. So. Hätte auch festbacken können an der Ecke, ne? Also, dass sie mich nicht rauslassen. Hätte auch schief gehen können. Oh, das nochmal. Ein Hammer. Raiden ist ja eh verboten. Hammer kann man den aber verkaufen. Hammer brauchen wir jetzt auch gar nicht. Frage ist, da unten ist ja auch noch ein Schuppen, aber wir wollen erstmal in der City gucken dann, ne? Wir sind ja noch so ein paar Zombies, ne? Die hier rumkreuchen. Ja, machen wir nicht so einen Randal. Ich muss was essen. Hier waren wir schon drin, ne? Jo. Man muss ja immer gucken. Könnte sein, dass was Neues gespawnt ist. Ne. Wo
weiß jetzt eh schon nicht mehr, wo ich drin... Oh, hier ist noch wieder ein Ball. Warum keine Säge? Junge, wir brauchen eine Säge. Das geht auch nicht. Steck mal die Funzel weg, die Waffe weg. Ach, ich wollte doch gucken, wie eine Kiste wegen Kräften. Nein, es ist jetzt... Ne? Ja. Später. Pass auf, da habe ich eine Säge, laufen wir zurück, dass wir eine Base bauen können. Und dann ist die Kiste mit dem ganzen Zeug weg. So. Können wir noch was essen? Momentan, ich glaube, das reicht erstmal. Ein bisschen sortieren können wir eventuell. Machen wir so, das machen wir so. Vor allem erstmal auf die Karte gucken. Richtig drin sind wir noch nicht hier, ne? Und Dingsbums. In die City. Da möchte ich mal hin. So, ich möchte mal den anderen Marker löschen. Delete. Sie die Richtung haben. Jetzt ist so die Hotspots sind für eine Sägen, ja. Guck mal, Beile haben wir ja schon raus, jetzt die Beile, ne? Brauchen wir nur einen Schuppen gucken, dann finden wir die Beile, ne? Jetzt hatten wir jetzt rumlaufen, in der letzten Folge auch schon Beile gefunden gehabt. Bloß die Säge halt, das dauert. Was ist das? Angelkoffer? Ja, nice. So, eventuell doch zum Sägewerk nach Beresino, aber ein bisschen weiter weg, ne? Was sagen denn die Schuhe? Abgenutzt, dann können wir ja die schon mal anziehen. Ersatzschuhe haben wir noch bei. Was war da gerade? Achso. Brauchen wir nicht. Gucken wir mal die Schuppen. Also in Häusern, hier habe ich nämlich noch nie eine Säge gefunden. Och, komm schon, hallo. So, hier ist alles Mögliche, ne? Aber hier könnte eine Waffe sein. Oder auch nicht. Oh, eine Kiste. Ich muss gerade einfach mit der Kiste. Wir hatten ja auch in der Base hatten wir ja auch eine Kiste. Also da oben im Schuppen, ne? Also wir hatten da eine kleine Kiste, die ist aber weg. Ich glaube, die ist weg. Oder hat der Dicke die in die Taschen gesteckt? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Guck mal hier. Das ist eine Kiste. Ich glaube, die können wir auch begraben. So, wir haben einen Angelkoffer. Können wir den Angelkoffer? Ich glaube nicht. Guck mal, eine Kiste. Dann laufe ich jetzt gleich mal zurück. Das mache ich mal. So. Angelkoffer wegen Stauraum. Jetzt gerade ein bisschen hier. Zack. Ah, die Pistole, ganz ehrlich. Können wir die denn da und dann können wir den Angelkoffer? Ja, es geht. Oh, steht in der Admin was? Raidzeiten von 17 bis 1 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten ist es strikt verboten. Da wollen wir nach. Okay, haben sie das jetzt doch wieder geändert? Das sind noch die alten Zeiten. Von 17 Uhr bis 1 Uhr nachts. Oder morgens, wie auch immer. Erst war Raiden verboten, jetzt ist Raiden wieder erlaubt. Okay, dann machen wir mal schnell.
Laufen wir zurück, du musst den Kram vergraben. Haben wir schon einiges gefunden jetzt. Den Codelog und sowas. Da hinten Schuppen. Ich muss auch gucken, dass ich ungefähr merke, wo ich schon war, wo nicht. Ist gar nicht so einfach. Kopflampe. Naja, kannst du aufsetzen oder so Platz. Vierstellig ist, ja, nimm mal mit. Oder lass liegen, hast keinen Platz. Lass liegen den Kram. Oh, da stand eine Dame links, die habe ich gerade nicht gesehen. Die Häuser brauche ich eigentlich jetzt gar nicht nachzugucken hier. Essen, 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 essen. Essen natürlich immer wichtig. Wo ist sie jetzt hingepackt? Inventar nicht angezeigt, okay. So, erstmal die Tomate auf hier. Weil, dann laufe ich gleich zurück und werde die wichtigsten Sachen einbuddeln. Ich glaube, die Kiste, also die kann man vergraben da. Ich habe doch was. Wo ist denn die Dose? Das war doch kein Klebeband, was hier gerade lag. Bin ich jetzt blind? Hat sie dir da reingetan? Oder, nee, warte mal. Da eventuell? Ja, also das Essen. So, Messer. Komm, also, bekommst du schnell Hunger hier? Ein Gewicht wegen der Kiste, das ist auch kein Wunder. Waren wir da schon? Ich habe noch keine Ahnung. Küchenmesser. Ne. Die Häuser lasse ich jetzt nur die Schuppen hier. Machete. Gib mir doch mal eine Säge. Oh, wieder alles voller Zombies. Kriegst ja die Krise. Ein Codelock? Nee. Nägel! Toll, ein Rohr. Schon so viel Zeug gefunden, ne? Aber nicht, was wir haben, was wir brauchen. Naja. Batterie.
Eine Säge, leck mich am Po, Alter. Hat er gerade nicht gesagt, ne? Sorry, ich war so im Rausch gerade. So, kannst du das Ding nicht hier rein? Nee. Beile sind wichtig. Schieß auf die Pistole, Alter. Brauchen wir nicht. Oh, wir sollen das City raus jetzt. Muss ich erstmal im Wald oder irgendwo weg? Irgendwo weg, irgendwo weg. Jetzt sterben wir nicht so praktisch. Wo sind wir denn? Wir müssen zu Marker 3. Wo ist denn der Marker 3? Da! Verkehrt gelaufen, ne? So, dann haben wir soweit. Nee, alles haben wir noch nicht. Fällt mir gerade ein, die Zange. Der Dicke hat die Zange im Inventar. Ich habe keine Zange. Eieiei, das ist jetzt blöd. Schau da auf, ist hier nichts. Oh, das Waffengedönskram. Können wir das mitnehmen? Wir könnten ja ein Beil. Wir haben das zweimal. Man bunkert viel zu viel, ne? Ich lasse das Beil hier. Der Dicke hat, glaube ich, auch noch eins. So, Bäume fällen kann ich nicht, weil ich habe keine große Axt, aber ich weiß ja, wo ich Bretter holen kann. Vor allem Bretter holen, ne? Oder ich glaube, ich werde mich wieder ausloggen, samt in der Kiste. Und dann werde ich das zusammen mit dem Dicken weitermachen. Die war doch... Oh, ich dachte schon. Also das Ding kann ich ja einbuddeln. Ich muss mal gucken, Leute. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein bisschen sortieren. Wie gesagt, die Zange fehlt noch. Codelock ist da. Draht hat der Dicke auch nämlich im Inventar. Habe ich jetzt auch nicht. Müsste ich denn Trader City laufen wegen dem Draht? Mit dem Rucksack. Nee, warte mal, mein Rucksack war ja noch das die große Axt drin. Die große Axt. Die Spaltaxt. Ja, ich muss mal gucken. Wenn wir mal Gedanken machen, vielleicht werde ich auch gleich wieder auslocken und dann noch nicht weitermachen. Und dann mit dem Dicken zusammen weitermachen. Seid gespannt, wie es dann weitergeht. Und jo, bis zum nächsten Mal wieder. Danke wieder fürs Einschalten. Bis dahin. Und lass mir doch ein Abo da. Lass mir einen wunderbaren Kommentar da. Ich freue mich drüber. Glocke aktivieren nicht vergessen und Daumen nach oben und bis dann. Hat sich doch wieder gelohnt hier. Schön, endlich die Säge. Hat doch lange genug gedauert. Bis dahin. Tschüss. So, da bin ich nochmal ganz kurz. Das ist natürlich keine Kiste hier. Das ist Hat Table Kit. Kit. Irgendwas zum Bauen. Ja, da bin ich...
Weil die Kisten, die sehen ja so ähnlich aus, ne? Nicht, dass jetzt so drop. Der hat gedacht, das ist so eine Kiste. Hat mich auch gerade gewundert, dass ich nicht vergraben kann. Steht ja auch da, ne? Muss doch mal lesen. Askamon, lest doch mal. Hat. Oder hat Table Kit. Auf jeden Fall irgendwas zum Bauen. Ich habe keine Ahnung, welche Mod das ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja beantworten. Oder ich müsste meinen Freund Google fragen. Hat Table Kit. Und diese Kiste hier, die große Kiste, die kann ich natürlich, wenn sie voll ist, ne? Wenn sie voll ist, kann ich sie natürlich auch nicht in die Hand nehmen. Jetzt ist sie leer und ich nehme sie in die Hand. Ja, ich werde dann erstmal ausloggen, erstmal gucken. Mich mit dem Dicken unterhalten, beziehungsweise schreiben, wann er denn Zeit hat, dass wir dann das zusammen machen, sonst mit der Base, mit dem Bauen, weil er hat auf jeden Fall. Doch, ich meine, er hat Draht. Er müsste Draht in der Tasche haben. Auf jeden Fall mein Rucksack war ja auch noch Draht, den ich eingebuddelt habe. Und eine Zange. Bevor ich nämlich das kaufe oder Geld ausgebe, kann ich auch warten, bis der Dicke Zeit hat. Dann machen wir das zusammen mit dem Base-Building und so. Ist auch unterhaltsamer, ne? Einer passt dann auf, einer kann dann in Ruhe bauen. Und die Bretter müssen wir dann auch noch ranschaffen. Oder wir kloppen die Bäume hier, am besten auch die Bäume. Wir haben ja auch die Axt. Die lange, also die Spaltaxt. Naja, ich werde das die Kiste in die Hand nehmen und mich damit ausloggen, weil ich möchte nicht, dass einer die Kiste klaut. Ja. Okay, das wird es dann gewesen sein, aber das wollte ich nochmal dranhängen und sagen, wegen dem Table Kit. Ich habe keine Ahnung, wofür das ist. Ich lasse es jetzt mal liegen. Das wird wohl der ein oder andere dann finden. Und ja, ich weiß noch nicht. Hat Table Kit. Auf jeden Fall ein Kit irgendwie vielleicht bauen oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall von irgendeiner Mod. So, ist ja auch wurscht. Ich logge mich jetzt hier aus. Danke fürs Einschalten. Bis dahin. Tschüss.